Hey, da sind wir wieder bei Princess Debut. Das war jetzt, glaube ich, der Tanzen-Wir-Wettbewerb oder so? Der Tag des Tanzwettbewerbs. Prinzessin, wie lange willst du noch im Bett bleiben? Oh, ich will nicht zur Schule gehen. Wach auf, heute ist der erste von zwei Wettbewerben diesen Monat. Schnell, zieh dich an, damit es losgehen kann. Tanzwettbewerb? Es gibt einen Tanzwettbewerb? Der Tanzenleute und Punktrichter entscheiden, wer der Beste ist. Ich wusste nicht, dass es sowas gibt. Können wir es nicht nächstes Mal machen? Nein! Wie willst du denn besser werden, wenn du keine Erfahrung sammelst? Okay. Ich bin ein ziemlicher Morgenmuffel. Im Gegensatz zu mir. Du begleitest Kip widerwillig zur Tanzhalle. In der Tanzhalle sind lauter Tanzpaare. Wow, alle diese Leute nehmen am Wettbewerb teil? Tessa nähert sich dir. Das stimmt, Süße. Leider habe ich versprochen, mit der Prinzessin vom Walnusskönigreich zu tanzen. Wirklich schade, dass wir keine Partner sind. Verzeih mir, Süße. Oh, wie schade, als ob ich dich fragen würde. Ich weiß auch, keine Ahnung. Wir dürfen ja nicht zu gut bei den anderen stehen, ne? Als ob ich dich fragen würde. Die Unerreichbare spielen was? Nun, das habe ich wohl verdient. Hey, der ist so schlimm. Ich gehe dann mal. Tschüss. Aber gut, dass er nicht beleidigt ist. Cäsar geht zurück zu seiner Partnerin. Ich hätte nämlich ihn auch nicht beleidigen wollen. Nun, ich sollte mich wohl um meinen Tanzpartner kümmern. Schau dich um. Aber ich glaube, ich weiß schon, auf wen es hinauslaufen wird. Du schaust dich um und siehst Vince, der traurig und einsam aussieht. Hey, was ist los, Vince? Warum das lange Gesicht? Oh, hey, Chrysilla. Ich habe keinen Partner gefunden und mich nicht angemeldet. Und ich hatte mich so auf diesen Wettbewerb gefreut. Oh, wirklich? Vielleicht beim nächsten Mal. Kannst du irgendwas tun? Mach es doch trotzdem. Vielleicht beim nächsten Mal. Vielleicht beim nächsten Mal. Ich wollte es heute machen. Bis zum nächsten Mal kann ich nicht warten. Wow, so ein richtig kleines Kind. Wenn's geht. Gibt es denn niemand anderen? Schau dich um. Du schaust dich um und siehst Liam unter den Zuschauern sitzen. Hey Liam, machst du nicht beim Wettbewerb mit? Oh nein, ich meine, ich habe keine Tanzpartnerin. Und mir macht es Spaß, einfach Leuten beim Tanzen zuzusehen. Mir auch manchmal. Kennt ihr diese Shows im Fernsehen da? Ab und zu gucke ich die mal, wenn ich dran denke. Ich vergesse es immer. Und dann wird mir Bescheid gesagt, dass es läuft und dann habe ich keinen Bock, den Fernseher anzumachen. Ich weiß, ich bin echt toll. Selbst tanzen ist schöner. Das glaube ich nicht. Sehen wir zusammen zu. Nein, ich will nicht zusehen. Selbst tanzen ist schöner. Vielleicht hast du recht, aber tanzen würde noch mehr Spaß machen, meinst du nicht? Ja, du hast recht, aber ich würde einen Partner brauchen, oder? Ja. Prinzessin, frage einfach direkt. Prinz Liam bitten, dein Partner zu sein? Nein. Also, ich suche mir da mal einen Partner. Okay, viel Glück. Du verlässt Liam. Was für ein nettes Mädchen. Ja, ich weiß. Wir sind schon echt beeindruckend. Wir lassen dich einfach da stehen. Mann, hier ist niemand. Was soll ich nur tun? Schau dich um. Du siehst dich um. Aber siehst niemanden, der dein Partner sein könnte. Du siehst dich weiter nach einem Partner um, kannst aber keinen finden. Oh Mann. Was? Ich konnte nichts dafür. Natürlich konntest du das. Wir werden wohl Tony fragen müssen. Schnell, geh zum Tanzstudio. Du kommst mit Kip im Tanzstudio an. Unser treuer Toni macht das schon. Trainer, würdest du mit der Prinzessin beim Wettbewerb tanzen? Los, Prinzessin, frag du auch. Bitte. Bitte, würdest du heute mit mir am Tanzwettbewerb teilnehmen? Hast du keinen Partner gefunden? Okay, ich werde heute dein Partner sein. Du hast was gut bei uns. Los, Prinzessin, dank du ihm auch. Vielen Dank. Keine Ursache. Toni nimmt mit ihr im Tanzwettbewerb teil. Alles klar, ihr geht zurück zur Tanzhalle. Irgendwie haben wir es noch rechtzeitig zum Wettbewerb geschafft. Ich hatte nie Zweifel. Ja, ich meine, irgendwie müssen wir ja teilnehmen. Genau vor dem Start des Tanzwettbewerbs. Konkurrenz. Wer hat das Weihwasser versteckt? Ich brauche es jetzt. Scheiße, nie findet man was. Komm, Klaus und Cynthia zu dir. Hey, Chrysilla, du machst auch beim Wettbewerb mit?
Ja, du auch, Klaus? Schön, dich kennenzulernen. Ich bin Cynthia, die Königin des Meereskönigreichs. Ich bin Crossilla. Ich bin auch sehr erfreut. Hey, du hast doch mit Klaus bei der Dinnerparty getanzt, oder? Oh, das hast du gesehen? Danke. Wie waren wir? Du musst noch viel lernen. Du bist bezaubernd gewesen. Nee, ich glaube, das ist netter, oder? Oh, ihr beiden wart beeindruckend. Ich war gefesselt. Haha, da werde ich ganz rot. Danke, Crossilla. Das ist sehr nett. Crossilla, geben wir unser Bestes heute. Ich werde nicht verlieren. Ja, ich werde nicht verlieren. Komm. Ich werde nicht verlieren. Dum, dum, dum. Der Tanzwettbewerb. Der Tanzwettbewerb gewinnt. Der Zeremonienmeister betritt die Bühne. Und er hat ein Mikrofon, was bestimmt dort üblich ist. Mhm. Möge der Tanzwettbewerb gewinnen. Beginnen. Das erste Paar betritt die Tanzfläche. Das Paar erhält viel Applaus für einen schwierigen Schritt. Ein Paar ist sehr enttäuscht, da es mitten in seinem Tanz hinfällt. Das nächste Paar ruft wegen seltsamer Musik und seinem Stil Lacher hervor. Und? Unser nächstes Tanzpaar sind Crossilla und Toni. Oh, mein erster Wettbewerb, ich bin so nervös. Alles wird gut, tanze einfach, als würdest du üben. Was anderes haben wir auch nicht, zu machen, ne? Wir haben keine andere Wahl, ja. Okay, ich denke mal, das schneide ich auch raus, weil es ist lame, komm. Es ist lame, ja. Okay, bis gleich. Boah, das Tanzen ist echt so einschläfernd, ne? Wenn sie sich etwas Besseres ausdenken können, das ist echt ja, ich habe einige Fehler gemacht. Aber wir sind trotzdem besser als sonst, lol. Aber ich glaube nicht, dass es zum Sieg reicht. So, ich war echt schlecht. Aber mal sehen. Puh, es ist vorbei. Gute Arbeit. Mal sehen, wie wir waren. Ich hoffe nicht allzu schlecht. Aber egal. In Zweifelsfall gewinnen Paul und Cynthia. Ich weiß nicht, ob das schlimm ist. Keine Ahnung. Alle Teilnehmer haben getanzt. Leute, das Warten ist vorbei. Jetzt werden die Ergebnisse bekannt gegeben. Das Paar, das den ersten Platz gewonnen hat, ist Crossilla und Toni. Lol, warum? Ich war voll schlecht. Okay. Nun, erster Platz, was? Crossilla, du musst ein Naturtalent beim Tanzen sein. Ja, nie im Leben. Ich war nur gut, weil ich dich als Partner hatte, Toni. Trotzdem, ein Sieg ist nicht einfach zu erlangen. Crossilla, herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich wirklich für dich. Du warst auch Teil davon. Danke, Toni. Jetzt übergeben wir dem Siegerpaar Crossilla und Toni den Preis. Eine magische Halskette. Na, wie sieht die aus? Ach, die... Ja. Ja. Das wird jetzt nur eingeblendet, das ist total unnötig. Wollten bloß damit angeben, dass sie das Ding kreisen lassen können. Wow. Du hast die magische Halskette erhalten. Ja, wir haben es geschafft. Und Sessin, werde nicht überheblich. Werde ich nicht. Da der Wettbewerb vorbei ist, bist du gerade am Gehen, als... Gut gemacht da draußen. Luciano, du bist auch gekommen? Ja, ich wurde als Gast eingeladen. Prinz Luciano? Prinz Luciano war der überragende Gewinner des letzten Wettbewerbs. Oh, wirklich? Du wolltest nicht teilnehmen, Luciano? Ich habe mit dem Tanzen aufgehört. Ich werde wahrscheinlich nicht aufherkommen. Hey, wie hab ich getanzt? Es war schrecklich. Deine Schritte waren schwach und du warst nicht im Rhythmus. Wenn du damit zufrieden bist, einfach nur mitzumachen, ist das dein Ende als Tänzerin. Der Weg zum Tanz ist ein Weg aus Rosen und Dorn. Vergiss das nicht. Was ist so komisch? Es ist nur, dass du immer noch leidenschaftlich bist, wenn es ums Tanzen geht. Natürlich bin ich das. Ich habe mein ganzes Leben getanzt. Prinzessin, vielleicht solltest du Luciano bitten, dein Partner zu werden? Naja. Frag ihn nicht. Er scheint etwas unheimlich zu sein. Ich frage ihn später. Ich frage später bei ihm nach. Hast du gesagt? Oh nein, nichts. Okay, ich gehe dann nach Hause. Tschüss. Luciano geht. Der ist ein bisschen kirre, ein bisschen verrückt. So endet der erste Tanzwettbewerb. Willst du speichern? Ja, klar. Cool, danke. Der ist so ein Tanzfanatiker, kann das sein? Bisschen so, boah, ihr darf nur gewinnen, bla. Verlieren ist nicht drin, es geht nicht um Spaß, du musst der Beste sein. So ist eine Art Blumenexpo. Mann, ich vergesse immer die Stille dazu lesen. Blumenexpo, ja? Gut. Blumenausstellung wird die nächsten 5 Tage stattfinden. Die Vögel singen und begrüßen den Morgen.
guten Morgen. Guten Morgen. Hast du dich vom gestrigen Training erholt? Training? Das war ein Wettbewerb. Das war was ganz anderes. Das war wie immer. Oh ja. Nun, Prinzessin, wie wäre es, den Tango-Garten anzusehen? Tango-Garten? Das ist ein Garten voller Blumen. Dort ist eine Blumenausstellung, die heute beginnt. Oh, eine Ausstellung, was? Ja, klar, ich möchte gehen. Cool, ich möchte gehen. Es wäre ein bisschen langweilig, wenn wir immer nur tanzen nehmen würden. Du gehst im Tango-Garten. Im Garten blühen viele Blumen. Wow, die sind so schön. Wir können unmöglich alle Blumen sehen. Nun, was soll ich tun? Lauf durch den Garten. So. Da ist Prinzessa. Hey, Lady. Möchtest du mit diesem Blumenstrauß fangen spielen? Cäsar flirte mit allen Mädchen um ihn herum. Ah, schon ein Mädchen anmachen. Was möchtest du tun, Prinzessin? Ihm zurufen, ihm ein Bein stellen, ihn ignorieren. Lass uns gehen. Ich möchte meine Zeit nicht mit ihm verschwenden. Die Prinzessin ist sehr erstrickt. Du lässt Cäsar zurück. Wie kommt es vor, als hätte mich jemand gesehen? Hast du Augen im Nacken oder was? Nun, was soll ich tun? Lauf durch den Garten. Liam, kauft einen großen Strauß Linien. Wow, so viele Lilien. Liam, du hast so viele gekauft? Du magst Blumen, wirklich? Ja, das ist ein bisschen peinlich. Liam kratzt sich verlegen am Kopf. Was mag ich? Ich mag das. Ich mag Menschen, die Blumen mögen. Sie scheinen nett zu sein. Wirklich? Danke. Liam schaut hinunter auf die Lilien und lächelt. Du magst Lilien wirklich, oder? Ich glaube, es hat etwas mit meiner Schwester zu tun. Schwester? Ich habe eine Schwester namens Olive. Olive. Was auch immer. Lilien sind die Lieblingsblumen von Olive. Es wird sich in einem entfernten Königreich um sie gekümmert, aber... Oh, wirklich? Da wir gerade von ihr reden. Ich finde, dass du in vielen Dingen Olive ähnelst. Deine Schwester? Ich hoffe, es geht dir gut. Ja, ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, es geht dir gut. Ja, danke. Nun, ich sollte gehen. Bis später. Ja, bis später. Liam ist gegangen. Nun, was soll ich tun? Lauf mal weiter durch den Garten. Du siehst Vince herumhüpfen. Vince? Hier, huf, ha. Vince bemerkt dich nicht bei all seinem Rumgehüpfe. Vince! Ah, oh, Cosella, yo. Nicht yo. Was tust du? Oh, ich versuche eine Fliege zu fangen. Eine Fliege? Warum tust du das? Ich möchte sie der Venusfliegenfalle geben. Die Venusfliegenfalle ist eine Blume, die Fliegen frisst. Das weiß ich. Ja, das weiß ich tatsächlich. Sie frisst Fliegen? Die armen Fliegen? Ich hasse solche Blumen. Entschuldigt. Ich werde dir helfen. Nee, ich werde ihm nicht helfen. Ich hasse solche Blumen. Nee, eigentlich auch nicht. Ich sag auch mal die armen Fliegen, keine Ahnung. Oh nein, die armen Fliegen. Ach komm, Cosella, du isst Fisch und Fleisch, oder? Nee. trapped. Das ist das Gleiche. Nein, ist es nicht. Was meinst du mit ist es nicht? Sei nicht so ein Musterkind. Aber ja, theoretisch ist es das Gleiche. Vince, du Narr. Du lässt Vince zurück. Warum ist sie so wütend? Aber sie war irgendwie süß. Boah, ich finde auch immer noch was Gutes an uns, ne? Ich hasse sowas. Oh, sind viel zu nett, die Leute. Nun, was soll ich tun? Lauf durch den Garten. Los. Nun, die Ausstellung ist fast vorbei. Lass uns nach Hause gehen. Okay. Kein Klaus, als du gerade gehen willst. Beginnest du Luciano, der durch den Garten schlendert. Was tust du, Luciano? Die Ausstellung schließt gleich. Nichts. Hast du Hunger? Hast du dich verlaufen? Möchtest du tanzen? Hast du Hunger? Hast du Hunger? Beleidige mich nicht. Ich, keine Ahnung. Hä, ich dachte, er mag's nicht, wenn man ihn noch verlaufen anspricht. Ach, was soll's. Luciano geht wütend davon. Haben wir gut hingekriegt. Und so endet dein Ausflug zur Blumenausstellung. Willst du speichern? Yo, please. Eigentlich müsste man jetzt ja die Folge beenden, oder? Ja. Ja, denke ich auch. Wer ist denn der nächste Tag? Unerwarteter Besucher. Wer könnte das denn sein? Vielleicht Olive, Liams Schwester? Maybe? Keine Ahnung. Blumenausstellung immer noch im Gange. Ja,
Aber das machen wir dann im nächsten Part, okay? Tschüss!